Heute zeige ich euch aus unserem riesigen Gartenprimus-Sortiment die Stauden- oder auch Kräuterschere. Und zwar die Stauden- und Kräuterschere ist wieder eine Spezialschere, extra auf Kundenwunsch entwickelt worden. Und das Besondere, das seht ihr sofort, das sind diese langen, spitz zulaufenden Klingen. Warum? Das Tolle an diesen langen, spitz zulaufenden Klingen ist, wenn ich jetzt so büschelweise Stauden zurückschneiden möchte. Wenn ich das mit der Heckenschere mache, würde mir das alles ins Blumenbeet fallen. Und hier kann ich mit einer Hand festhalten und mit der anderen Hand schneiden. Die schneidet aber nicht nur weiche Sachen, die schneidet auch die etwas härteren Sachen. Also die schneidet auch so leicht verholzte Sachen und ist dadurch nicht nur eine Blümchenschere oder Kräuterschere für Feinarbeiten. Nein, die ist so robust, die ist so massiv, dass ihr selbst hier verholzte Sachen mit schneiden können. Und das ist natürlich genial. Sie ist leicht vom Gewicht, sie ist sehr handlich, hat auch hier wieder diese Spezialfeder, die nicht rausspringen kann. Sie hat hier diesen praktischen Verschluss zum Verschließen. Den einzigen Tipp, den ich euch nahelege, ist, macht sie regelmäßig sauber. Ich persönlich mache das mit Glasreiniger, stinknormaler, handelsüblicher Glasreiniger. Da könnt ihr nehmen, was ihr wollt, um die Klingen von den Pflanzensäften immer wieder zu befreien. Also Staudenschere. Was kann ich damit alles tun? Das zeige ich euch jetzt. Dass ihr mit der Staudenschere selbst die etwas härteren Äste noch mitschneiden könnt, sprich wenn ihr zum Beispiel einen Lavendel zurückschneidet, das habe ich euch gerade eben schon gezeigt. Natürlich könnt ihr diese Schere perfekt auch zum Blütenausschneiden nutzen. Durch die langen spitzen Klingen kommt ihr natürlich wunderbar in die Ecken rein, wo es sonst nur sehr schwer ist. Die Schere selber nutze ich persönlich aber auch zum Buchsbaumschnitt, zum Formschnitt. Das zeige ich euch hier anhand des Buchsbaumes. Da könnt ihr wunderbar das Ganze in Form schneiden und durch den Spezialschliff werden die Buchsbaumblätter auch nicht gequetscht und gerissen und dadurch werden die nach dem Schneiden auch nicht gelb und braun. Hier zeige ich euch jetzt die Anwendungsmöglichkeiten, wenn ihr, wie gesagt, in eure Staudengärten reingeht, beziehungsweise wenn ihr da auch in die Kräutergärten reingeht, durch diese, wie gesagt, sehr weit öffnende Schere. Aber hier unten passt sie wunderbar in die Hand, weil mit der Heckenschere wollen wir nicht schneiden, weil das würde uns ja alles ins Blumenbeet reinfallen. Hier können wir das wunderbar schneiden. Stauden, Gräser, Kräuter. Ob das aber auch hier so Pampasgräser sind, ja? Weil das ist genau das, was wir so büschelweise vielleicht zurückschneiden möchten. Das ist ja mit unserer Kräuter- und Staudenschere perfekt geeignet. Der Formschnitt selber, nicht nur der Buchsbaum, auch die etwas härteren Gehölze könnt ihr damit wunderbar schneiden. Wenn ihr zum Beispiel hier so Koniferen, hier diese Bömmelchen wieder zurückschneiden möchtet, ja, wenn ihr die also wieder in Form bringen wollt, dafür ist sie perfekt geeignet. Sie ist schön leicht, hat diesen Spezialschliff, wo wir die Blätter nicht quetschen. Selbst die Rasenkante, ja, wie oft haben wir uns schon über Rasenkanten geärgert, beziehungsweise über Rasenkantenscheren geärgert. Mit dieser Schere könnt ihr alles perfekt schneiden.